So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA und wir machen heute weiter mit dem nächsten Spiel und das heißt Champions League Achtelfinale Hinspiel gegen Piemonte Calcio, die also als Juventus Turin hier oder ja, die Mannschaft von Juventus Turin auf jeden Fall, gegen die haben wir ja schon mal gespielt und zwar damals in der zweiten Liga-Saison. Ich glaube, vor drei Saisons war das, damals im Halbfinale in der Europa League gehabt, da haben wir dann das Hinspiel zu Hause 2-2 gespielt und glaube in Turin dann spät mit 1-2 verloren und zwar hatten wir eigentlich große Chancen, das Ding hier noch zu wuppen, aber leider nicht. Also, das ist unser größtes Ziel, es heute besser mal zu machen. Ne? Danach geht es als nächstes gegen die Tabellen Hamburg. So, gehen wir kurz zur Pressekonferenz. Na dann. Noi siamo pronti. Se volete possiamo cominciare con le domande. Klar, müssen wir vorsichtig sein. Dürfen die Jungs auf jeden Fall nicht unterschätzen. Wahrscheinlich auch eine der besten Mannschaften der Welt. Non c'è tempo per altre domande, mi dispiace. Grazie e alla prossima. Jo, geschafft. Dann auf geht's ins Match oder Richtung Match. Wir wollen ja heute Turin schlagen. So, das heißt, ich werde noch mal kurz ein wenig umbauen. Und dann sollte das durchaus passen. Auf geht's ins Ende des Heimspiels gegen Juventus. Stefan Savic steht heute im Zentrum der Aufmerksamkeit, denn da stehen Gerüchte über ein Karriereende im Raum. Heute ist er in der Startelf. Wir zeigen sie ja live bei EA. Damit aushört, wie man zuerst. Naja, da kann man vielleicht versuchen, eine gute Ausgangsposition zu holen. Wir begrüßen Sie herzlich zu dieser Begegnung heute Abend. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir werden Sie durch dieses Spiel begleiten. Und heute erleben wir das Achtelfinal-Hinspiel in diesem Wettbewerb. Wir freuen uns auf ein super Spiel. Hinspiel also in diesem Achtelfinale, Wolf. Und es ist ja logisch, was beide vorhaben, sich die perfekte Grundlage fürs Rückspiel zu holen. Und dann wollen sie den Einzug ins Viertelfinale klar machen. Große Ambition. Nummer 26, Yaray. Ja, kein Ronaldo. Ich glaube, der ist gar nicht mehr im Kader. Also der ist, ich glaube, dass er gar nicht mehr spielt hier schon bei... wir sind wieder in Saison 5, das wird auch die letzte Saison werden. Und es kann also relativ zeitnah vorbei sein schon mit der Champions League.
Die Gastgeber haben sich heute für diese Aufstellung entschieden. Wojciech Szczęsny auf der Torwartposition. Thomas Lemar steht mit Lukas Silva auf dem Flügel. Und sie versuchen es heute mit zwei Stürmern. Da bin ich mal gespannt, wie das dann im Spiel aussehen wird. Also wie gesagt, Ronaldo natürlich nicht mehr im Kader. Im Achtelfinale hat natürlich immer eine ganz eigene Atmosphäre, Buschi. Da merkst du einfach, so langsam wird es eng. Ja, Wolf, ich glaube, es geht jedem Spieler so. Jetzt wissen sie alle, so weit ist das Finale der UEFA Champions League gar nicht mehr weg. Aber es ist eben schon noch ein Weg. Ja, genau. Jetzt sehen wir erstmal nur Achtelfinale. Hier sehen wir die heutige Aufstellung von Schalke 04. Grazie, im Tor ist Manuel Neuer. Stefan Savic spielt mit Nico Elvedi in der Abwehr. Und im Sturm werden wir bei Ihnen zu Beginn des Spiels nur einen Angreifer sehen. Ja, schauen wir mal. Wir haben ein bisschen was gut zu machen. Haben sie schon mal gehabt. Und mal gucken, ob sie das diesmal hinbekommen. Arthur. Die große Mura. Frage ist ja immer, Buschi, hat die UEFA Champions League den nationalen Ligen mittlerweile den Rang abgelaufen? Also so ganz will ich das nicht glauben. Die Meisterschaften sind nach wie vor sehr, sehr wichtig. Aber es ist schon... Mura, ein bisschen besser über die Außenbahn haben sie da einfach zu das einfach das Zeuge ausgespielt. Da hat nämlich gar keiner mit. Ja, und es gibt die Ecke, weil Lazza da rigoros reingeht. Die kurze Variante. Schön gelöst da. Reus. Gegen Hoffenheim haben sie gekontert. Konnten sie es kontern. Denn er spielt mit dem Gedanken, die Karriere zu beenden. Reus! Weitergefahren. Erste Chance, Gelsenkirchen für die Schalker. Arthur. Ja, schade. Hinten stehen sie kompakt, aber kommen sie jetzt vielleicht durch. Schön vorbeigekommen. Mit seinem und weg damit. Und Marco Reus. Und Eden Hazard. Hazard, ja, Agu. Schalke jetzt über außen. Oh, das könnte was werden. Eden Hazard. Und Szczęsny verhindert. Der war wohl noch. Zweite Chance der Schalke wieder. Und diesmal wieder bei Hazard. Die Ecke kommt rein. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Richter. Ja. Ah, gut. Schade. Lehmar. Lehmar, zweimal weg. Und am dritten auch vorbei und Neuer verhindert. Und jetzt haben auch die Turiner ihre erste Chance und die zweite direkt hinterher mit der Ecke. Genau so ist es. Kein Abseits. Hazard. Platz hat er. Hazard! Und Szczęsny. Ecke. So, Ecke kommt. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Lehmar, der hat eben die riesen Chance gehabt. Anderson Talisca. Ah, das sieht gut aus. Jetzt. Sehr guter Einsatz. Einfach wird es für die heute nicht. Das hat aber auch keiner erwartet. Das ist halt wieder noch eine Spitzenmannschaft, die da auf dem Blatt steht. Also. Neuer ist geschlagen, 1-0, Turin. Ha, ist das bitter unnötig. Es ist genau wieder damals in der Europa League. Die Chancen haben wir, die Tore machen die Gäste. Ja, machen die. Er setzt sich durch. Super, aus der Alpes, ganz wuchtig. Im Tor unter. Hat er von Talisca 1-0 für die Turiner. Treffer, jetzt könnte das
Ich meine, wenn wir verlieren, dann wenigstens nur 2-1 oder irgendwie sowas. Lucas Alario. Ärgerlich, aber. Super Pass. Abseits. Geht abseits. Da läuft er einen Moment zu früh los. Aber es war eine gute Idee. Almada. Ball bei Lucas Moura. Gibt Einwurf. Arthur. Das ist Anderson Talisca. Weiter mit dem Vorteil. Mal sehen, ob sie den nutzen können. Da nimmt er ihm den Ball ab. Sehr gutes Tackling. Steilpass kommt von Reus. Steilpass von Reus auf. Klasse Vorstoß, da muss ich aufpassen. Nein, das war zu schwach. Ich hätte selber machen müssen. Eine Minute Nachspielzeit. Almada. Sie verlieren den Ball. Ha, fast hatte ich ab. Es steht 1-0. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Das war schon überzeugend, was er da. Mann! Ja, das war ein bisschen. Das war ein bisschen zu sehr. Es ist die erhofft intensive Partie. Richter. Oh, und jetzt Richter! Klasse Tackling. Und im letzten Moment noch einer dazwischen. Oder ist der Ball wieder weg? Latzer. Oh, das könnte was werden. Kein Tor. Wieder nicht, ey. Das ist ja Tschischi, der hält das Ding echt fest. Jetzt wird es hier Eckball geben. Jetzt der Eckball. Unentschieden! 1-1. Stefan Savic. Da siehst du natürlich nie so gut aus bei einem Eigentor. Eigentor sogar. Jo. Und dazu ein blödes Ding, Goretzka ausgerichtet. Und der ehemalige. Macht's dann per Eigentor. Keine Chance für Tschechny. Der wäre nämlich never ever so gefährlich gewesen. Oh, dann passiert es einfach, dann läuft der rein. Tisch die ohne Chance. Und damit ist jetzt dann. Es wird damit zugeschrieben, es ist also das 1:1 in 51. Minute und damit haben ich wieder das Auswärtstor, was ich so unbedingt haben wollte, in Turin erzielt. Das, was ich unbedingt brauchte, um eine gute Ausgangsposition zu haben. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Bald ist es soweit. Das nächste Spiel in der Bundesliga für Schalke. Dann geht es auswärts gegen den Hamburger SV. Und ich glaube, das könnte ein echtes. Ah, das ist so ein schlechtes Spiel. Zuspiel. Hazard holt sich den Ball. Das könnte gefährlich werden. Bei der keiner abseits. Vielleicht die Führung jetzt. Wieder Tschechny, also der hält es momentan echt. Wenn der nicht wäre, wäre Juve schon dreimal hinten gelegen. Der Abwehrspieler hat den Ball, klasse. Glück gehabt. Paulinho. 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 Und die Chance. Ja! 2-1. Jetzt muss ja eigentlich eine Reaktion kommen. Lucas Alario. Aber seine Energieleistung hier von Paulinho. Lässt hier zwei, drei Mann stehen. Und dann braucht Alario wieder einfach nur noch reinzuschieben. Den Verteidiger kommt nicht dran. Und es ist, ja, verdient. Es ist definitiv verdient. Weil die Chancen waren da. 65. Minute, Tor Nummer 8 für ihn. Rete della formazione ospite. Con il numero
Lukas. Andersson Talisca. Ja, mal gucken, was noch passiert in der zweiten Halbzeit. Nein! Der Gott, der verhält den Eigenmann verhindert. Dybala. Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Jetzt geht Dybala raus. Zapata. Weg. Oi, ganz knappe Geschichte. Schuss, alles richtig gemacht. Am Ende fehlt das Glück. Ricordate, lo stadio è anche vostro. Lazza. Aiutateci a tenere Luca Salario. Grazie per la das war sehr gut. Und dann aber Duse, dass er da durchkommt. Den Zweikampf führt er sehr gut. Da ist die Chance. Bangs! Paulinho. Die sich mit ihren starken Fortschritten erarbeitet. Trocken, draufgegangen. Und da ist das die logische Konsequenz. 3-1 für uns. Ja, das ist schon bitter. Aber hier. Ja, Ball ist verlost, dann der Ball in den Reihen vorne und dann ist es Paulinho, der es am Ende macht. Darf nicht sein. 3-1, das sollte schon mal eine Hausnummer, definitiv. 74. Minute. Ja, nachdem Turin dann mit 3-1 führte und wir jetzt mit 3-1 vorne weg sind erstmal. Kein Foul. Von Da Costa, glaube ich, war es. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Sieht vielversprechend aus. Lema. Ist das der Anschlusstreffer? Das hätte gefährlich werden können. Gute Aktion. Wir werfen uns da rein, kommen da ran. Almada geht raus. Es gab übrigens keine Ecke, sondern Abstoß. 3-1 also, kurz vor Ende der Begegnung. Und das war wichtig, dass er dazwischen gegangen ist, weil der Hasanberger weg gewesen ist. Hamburger SV. Heute haben sie richtig gut gespielt. Das werden sie in der nächsten Partie genauso machen wollen. Ganz stark abgeblockt. Freistoß. Gelbe Karte gegen Agu. Geht in Ordnung, würde ich sagen. Gute Chance jetzt natürlich bei diesem Freistoß. Klasse Einsatz, hätte sonst gefährlich werden können. Neuer Held war noch im Spiel. Weg damit. 3 Minuten sind es noch. Ja, gibt's. Hat einer Keeper, Szczęsny, der wirklich viel verhindert hat. Arthur. Jetzt gibt's den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. Ball ist jetzt wieder weg. Super dazwischen gegangen. Und Paul Pham, 3-1, der Auswärtssieg in bei Juventus. Definitiv. Definitiv. Oh, was ein Spiel, geil. 3-1 gewonnen. 3-1 Auswärtssieg. Nächster Gegner HSV. Bayern schlägt, gewinnt in Mailand. Eben von beide deutschen Mannschaften schlagen die Italiener auswärts. Aber jetzt erstmal. Und noch ist nichts entschieden, ne? Es kann alles noch passieren, aber es ist wirklich schon eine kleine Aufgabe. Wir haben es wirklich bombig gemacht. Man muss es so sehen.
Man muss sagen, der Keeper von denen, also Schischi, der hat echt bombig gehalten und ich denke mal, das passt so. Liberiamo il mister. È tutto. Grazie. So, dann haben wir's für heute. Und wir sehen uns in der, ja, vielleicht nächsten Folge wieder. Bayer PSG ist interessiert, Felipe Coutinho zu kaufen. Oh. Ja, dann werde ich ihn da abgeben. So, okay, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Spiel gegen HSV.